Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück zu Let's Play hier bei Until Dawn. Wir machen natürlich direkt mal dort weiter, wo wir in der letzten Folge stehen geblieben sind. Und natürlich erstmal ein Dankeschön an die vielen Menschen da draußen, die das ganze letzte Video fantastisch, wunderbar, positiv bewertet haben. Wir machen jetzt weiter mit Sam und ihr seht schon, wir sind irgendwo wieder mitten im Keller gelandet. Weil wir wissen ja, sie wurde ja halt von diesem Psychokiller verfolgt. Und währenddessen sind Chris und Ashley ziemlich, ich sag mal, am Arsch. Wenn ich mal das so sagen darf. Okay, eine Akte. Und da drin sind Informationen. Joshua Washington. Abschließende psychiatrische Beurteilung. 21.05.2014, Dr. A. Hill, vertraulich. 11.06.2006, Jeremy Harris, MD, Warpoint Sugar, überwiesen am 2.04.2007 nach einem Vorfall in der Schule. 26.04.2007, Oliver Perkis, MD, MPH, Pastoral Wellbeing Center überwiesen am 19.10.2009 nach einem Vorfall in der Schule. Okay, es klingt alles sehr interessant. Alles wurde überwiesen. Interessant, interessant. Also ich werde das jetzt natürlich nicht alles lesen. Also besser gesagt vorlesen, weil sonst kommen wir nie weiter voran. Und das ist die Rechnung. Ach du Shit. Alter Schwede. Und dein Handy. Nachricht an Dr. Hill. Dienstag, 13. Januar, 9.47 Uhr. Dr. Hill. Hi Josh, ich bin's, Alan. Dir macht es hoffentlich nicht aus, dass ich dir schreibe, aber es ist wichtig. Ich habe deine E-Mail erhalten. Ich glaube nicht, dass dein Plan dir helfen wird. Du musst mit dem aufhören, was du tust, und zu mir kommen. Dr. Hill. Bitte geh ans Telefon, ich mache mir langsam Sorgen. Josh, lassen Sie mich in Ruhe. Dr. Hill, nimmst du deine Medikamente noch? Josh, mir geht's gut. Dr. Hill, es ist sehr gefährlich, die Medikamente mitten in der Therapie abzusetzen, Josh. Dr. Hill, ruf meine Praxis an und mach einen Termin, bitte. Dr. Hill, Josh? Josh, antworten bitte. Oh, ist das interessant. Tja, da können wir mal glatt denken, wer der Killer ist. Geht's da bitte? Ich glaube, diese Spielszenen mit dem Dr. Hill, das war in Josh Kopf, weil wer außer Josh wüsste noch von Dr. Hill? Klar, seine Mutter, aber von seinem Freundenkreis niemand. Wir waren anscheinend Josh. Das würde dann auch ein bisschen Sinn ergeben. Eine Erinnerungstafel. Okay, hier geht's nicht lang. Oh, Sam, tut mir echt leid. Mit den Klamotten. Naja, eigentlich hat sie ja echt wirklich nichts an. Nur ihr Badetuch.
ist er! Er ist hier. Okay. Dann sollten wir uns mal besser beeilen, bevor er uns hier noch sieht. Die Tür ist zu. Bin ich überhaupt hier richtig? Moment mal, den Raum kennen wir doch. Ja, den Raum kennen wir doch. Dort waren wir mit Chris und Ashley. Ah, da sollte ich lieber noch nicht hin. Hier hinten ist noch eine Tür. Ah, ist aber leider zu. Moment mal. Wenn ich jetzt hier rein muss, dann heißt das, das muss der richtige Weg sein. Deswegen gehe ich jetzt schnell kurz woanders hin. Weil man konnte noch geradeaus gehen. Hier wollte ich noch hin. Ah, guck mal. Hallo. Und danke, dass ihr alle hier seid. Heute führen wir ein kleines Experiment durch. Hallo. Hallo, Kinder. Nein, das passt nicht. Willkommen, Pilger. Ach, du Scheiße. Tja, jetzt kann man wohl vermuten, wer er ist. Es ist Josh. Egal wie. Wie er seinen Tod vorgetäuscht hat, ist halt die Frage, aber ich glaube, es ist Josh. Komm schon. Die Nachrichten von Dr. Hill. Und jetzt diese Tonspur. Kann jetzt keiner sagen, dass der zweite deutsche Synchronstimme einen anderen Schauspieler, einen anderen Charakter spricht. Kommt schon, Leute. Bin jetzt nicht blöd. Yep, das kennen wir noch. Scheiße. Aber ganz ehrlich, Sam, du könntest doch die Sachen anziehen. Mal ganz ehrlich. Es ist nur eine Puppe. Warum zieht sie die Klamotten nicht an? Und eine Kamera. Ich würde es mal besser nachschauen, was in der Kamera so alles gefilmt wurde. Wäre doch eigentlich ziemlich praktisch, aber nee. Ah! Mike, was machst du da unten? Da ist ein... Oh mein Gott, sei Dank bist du hier. Okay, geht's dir gut? Besorgt, wo ist Jessica? Neugierig, wie bist du da hingekommen? Ja, mal ganz ehrlich, wie ist er denn da hingekommen? Ich verstehe nicht, wie bist du hergekommen, hierher zu mir? Ein verdammter Irrer läuft hier oben rum. Ja, das weiß ich. Er lebt in einer Art Labyrinth aus Tunneln. Ich wollte irgendwie raus und da war dieses Gitter und dann du. Hör zu, dieser Typ, von dem du sprichst, er hat mich angegriffen. Er hat mir auch Videos gezeigt. In einem davon wurde Josh ermordet. Er wurde zerfetzt von diesem riesigen Scheiß-Sägeblatt. Verdammte Scheiße. Und Mike, ich glaube, irgendwie ist Josh in das alles verwickelt. Wie? Ich bin nicht ganz sicher. Da war eine Nachricht von seinem Arzt und er erwähnte einen Plan, der eine schlechte Idee sei und jetzt ist er tot. Was für ein kranker Scheißfilm ist das denn hier? Hier ist eine Tür. Sie geht nicht auf. Kannst du sie von da aufmachen? Aber den Rucksack, den nehmen sie mit. Weil es ist echt gut zu sehen, dass Mike noch gut geht. Boah, mit Barfuß, ey. Oh, nein, danke. Schlimm aus.
Schön, dich zu sehen. Was soll das werden? Tja, also ein Handtuch ist doch nicht das beste Outfit, um Psychokiller zu bekämpfen, weißt du? Würdest du mal, Mike? Ja, klar doch. Das ging ja schnell. Okay, fertig. Bringen wir es hinter uns. Allerdings. Was war das? Ist das... Wein? Oh, Ashley und Chris? Das sind sie. Chris. Was zum Teufel? Du weißt, was Platzpatronen sind. Ich meine echt jetzt. Ich hab's gewusst. Ich meine, als ob. Da hat sie echt großes Glück gehabt. Als ob sie das überlebt hat. Alles klar, also Emily lebt anscheinend. Mann ey, also da hat sie echt großen Glück gehabt. Gut, und jetzt sind wir irgendwo in so einer Höhle und dieses komische Biest ist irgendwo noch da draußen. Ich meine, ich höre es. Oh Gott, ich will nicht wissen, was das ist. Und wo Matt ist, der müsste eigentlich noch über uns sein. Okay. Ich würde nicht nach Hallo rufen oder nach Hilfe rufen. Einfach leise. Ein Waggon. Ist das vielleicht nicht der Waggon, den wir mit Mike und Jess gesehen haben? Könnt ihr noch erinnern, wo wir in Richtung zu der privaten Lodge hingehen wollten? Ist das nicht vielleicht die Stelle? Oh
Gott, was ist das, was hier die ganze Zeit rumschreit? Okay. Die ist leider zugekettet. Ah, ich verstehe. Ich denke, wir müssen den Waggon benutzen, um die Tür aufzumachen. Oder aufzubrechen, je nachdem. Nee, das benutze ich jetzt noch nicht. Ich schaue mich erstmal hier um. So, was haben wir denn hier? Hallo? Da funkelt doch was. Eine Kiste. Ein Bild. Ein Bergarbeiterfoto. Auf der Rückseite die Sprengtruppe. Vorbereitungen zum Sprengen der neuen Schächten. Northwest Mine, Dezember 1951. Interessant. Ist hier vielleicht ein Totem? Wie es aussieht, nicht. Schade. Meine Fresse, was ist das denn hier, was hier die ganze Zeit rumschreit? Es sind doch keine Fledermäuse. Wie dir so einfach geht. Okay, Moment mal, wo muss ich denn jetzt eigentlich lang? Ah, nee, da gehe ich lieber noch nicht hin. Was haben wir hier? Stechuhr. Verdammt, leider zu. Ich habe irgendwie Schritte gehört. Seht ihr da oben? Da ist irgendwas. Also ich weiß nicht, ob das jetzt ein Monitor ist oder einfach nur eine Lampe. Okay. Wir sind definitiv nicht alleine. Der Leiter. Okay, was ist denn jetzt hier richtig? Die Leiter oder hier dieser Aufzug? Okay, hier ist anscheinend auch nichts. Alter, ist das jetzt hier der Predator oder was? Haben wir jetzt die Predators am Hals, oder was? Ah, verdammt. Oh, doch nicht. Scheiße. Das ist doch nicht der richtige Weg. Glück gehabt. Okay. Also müssen wir zu der Leiter hin. Hui, ich dachte, das wäre der richtige Weg. Obwohl, wir müssen ja natürlich den richtigen Weg finden oder benutzen, weil sonst direkt hier, Emily. Alter, wir haben so Pech. Oh Gott. Verdammt. Ey, das ist ja noch schlimmer. Jetzt sind wir noch tiefer.
Ach du Scheiße, wo sind denn hier denn gelandet? Boah, aber sowas würde mich auch so richtig, ich sag mal jetzt, richtig abfacken, wenn ich jetzt in eine Höhle bin und ich stürze weiter tiefer runter. Kein Licht und es wird immer enger. Ey, da werde ich echt paranoid. Weil ich bin kein Freund mit engen Räumen. Oh, bitte, bitte. Ich bin hoffentlich nur alleine. Och Mann. Mads ist auf jeden Fall nicht hier. Das kann sie. Wo sind denn hier gelandet? Oh, nee, ich wollte sagen, ich dachte, das wäre ein Totem. Wirklich schräg. Auf jeden Fall ein Helm. Wieder eine Kiste. Ein Familienfoto. Auf der Rückseite. Liebster Billy, komm schnell sicher nach Hause. Von deiner dich liebenden Frau und deiner Tochter Agnes und Luise. Das ist irgendwie süß. Eine kaputte Leiter. Wieso können wir das eigentlich genau anschauen? Jetzt mal ganz ehrlich, das bringt jetzt null was. Also es wird kein Hinweis abgespeichert. Kein Totem. Einfach nur eine kaputte Leiter. Na komm, Emily, das schaffst du. Du konntest jetzt so gut klettern, jetzt bemassele es nicht. Meine Güte. Okay, Leute, ich sehe gerade wieder mal auf die Zeit und ich denke mal, es wird mal wieder mal so langsam Zeit, die Folge beenden. So leid es mir auch tut. Ja, es wird so langsam spannend hier. Ich meine, jetzt wissen wir, wer der Killer ist. Es ist tatsächlich Josh. Es ist halt nur die Frage, wie hat er halt seinen Tod vorgetäuscht? Werden wir wahrscheinlich noch herausfinden. Wer weiß, ob das Josh je erzählen wird. Aber ich habe es irgendwie auch gewusst. Mal ganz ehrlich. Hättet ihr schon direkt am Anfang der Stimme erkannt, dass es Josh wäre? Weil ganz ehrlich, so verzerrt war die Stimme jetzt auch wiederum nicht. Wenn man so ein bisschen genauer zuhört, dann hätte man das jetzt auch locker geschafft, ihn zu identifizieren. Und was mit Emily passiert wird, das werden wir wahrscheinlich auch erst in der nächsten Folge erfahren. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und ja, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Danke, dass ihr mit dabei wart. Und wir sehen uns halt das Ganze erst in der nächsten Folge hier bei Until Dawn. Mach's gut, bis bald und haut rein. Tschüss.